Sucht ihr ein kleines Mitbringsel, etwas für den nächsten Kindergeburtstag oder ganz einfach einen feinen, netten, kleinen Modellbausatz für zwischendurch? Oder seid ihr riesige Fans von LEGO Classic Space, Spyrius oder dem Eisplaneten und findet es jammerschade, dass im aktuellen LEGO-Sortiment so überhaupt nichts mehr in dieser Richtung zu finden ist? Dann habe ich was für euch und damit herzlich willkommen. Mein Name ist Laszlo und wir schauen auf die 31111 aus der Creator 3-in-1 Serie, die Cyborg-Drohne, im aktuellen Lego-Katalog für 10 Euro UVP zu haben, 113 Teile. Und nicht nur ein an und für sich tolles kleines Set mit schönen B- und C-Modellen, die wir uns alle drei heute anschauen werden, sondern auch einer richtig coolen Figur, die das Beste im Grunde aus, ja, vier klassischen Space-Themen von Lego in sich vereint. Das macht Laune und ich würde sagen, das schauen wir uns jetzt an. Vorher ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Lasst mir gerne ein Abo da, wenn euch meine Videos gefallen. Ein Klick und ihr seid auch in Zukunft immer mit von der Partie. Die Packung, erstmal, ich finde die Größe klasse. Das ist wirklich das hervorragende Format, so als kleines Geschenk. Egal jetzt mal, ob ihr es mit auf den Kindergeburtstag nehmt oder ob ihr was für zwischendurch sucht, kann ja auch mal sein, eine kleine Belohnung oder sowas oder einfach nur was fürs Osternest, für den Nikolausstiefel, ich weiß nicht was. Da finde ich, sind diese Setgrößen natürlich hervorragend für geeignet. Und wenn dann noch sowas Cooles drinsteckt, wie eben diese drei Modellvarianten, dann macht das Ganze umso mehr Spaß. Wir schauen drauf, vorne drauf die besagte Cyborg-Drohne. Einmal auch die Figur schon zu erahnen hier natürlich. Und hinten haben wir dann den Mech und das Hoverbike als B- und C-Modell. Es ist ein 6-Plus-Set. Tatsächlich hat mein Vierjähriger dieses Set so in der Box mit in sein Zimmer genommen und kam irgendwie 40 Minuten später freudestrahlend raus und sagt, guck mal Papa, ich habe es ganz alleine aufgebaut. Und was soll ich sagen? Jo, war so. Und wenn dann noch der Hinweis kommt, Papa, kannst du da nicht mal ein Video zu machen? Was soll ich tun? Also allein das war schon ein guter Grund, heute dieses Set vorzustellen. Aber es macht, wie ich schon gesagt habe, auch eine Menge Spaß. Zudem ist es irgendwie auch so ein Set, das nicht so richtigen Platz im aktuellen Lego-Sortiment hat. Es ist ein Creator 3-in-1 Set, klar. Aber andere Creator 3-in-1 Sets, zum Beispiel das Strandhaus oder der Nudelladen, die haben ihren Platz dann irgendwo in der City-Welt. Oder wir haben das Space Shuttle von Creator 3-in-1, das zu den aktuellen Mondstationen und sowas passt. Das hier findet irgendwie nirgendwo im Lego-Sortiment seinen Platz. Es gibt keine Reihe, in die das reingehört. Und dementsprechend sehe ich es auch so ein bisschen als kleine Liebeserklärung an die klassischen Weltraumthemen. Und wenn wir auf die Figur schauen, dann sehen wir da sehr deutlich, was gemeint ist. Erstmal die Beine vielleicht vorweg. Das ist so ein silberglänzende Farbe, so ein Metallic-Silber. Ziemlich cool. Und auch ansonsten ist die Figur natürlich grandios. Ihr seht das. Sie hat einen durchsichtigen Kopf. Damit macht man ja schon mal selten was falsch. Sie hat das Classic Space Logo in der Brust oder auf der Brust. Und ich finde, es ist tatsächlich so ein bisschen eine Reminiszenz sowohl an das Classic Space Thema, eben mit dem Logo. Gleichzeitig fühle ich mich sehr an Major Kartofsky aus Lego Spyrius erinnert. Und klar, der durchsichtige Kopf, der passt zu diesen UFO- und Alien-Themen vom Ende der 90er Jahre. Dazu dieses frostige Blau im Grunde, das mich an den Eisplaneten erinnert. Das heißt, man kann hier in dieser Figur wirklich eine Menge finden, bevor man sie überhaupt umgedreht hat. Dann sehen wir nämlich ihren Rücken und wir sehen auch, das hat mir bei der 77013, der Flucht aus dem Grabmal, schon recht gut gefallen, an der Mumie, dass sie hier eben keinen oder nicht zwingend ein zweites Gesicht mitgeben, sondern im Grunde etwas draufdrucken, was auch der Hinterkopf sein kann. Ich würde jetzt hier so ein bisschen streiten. Man kann natürlich auch sagen, okay, das hier ist einfach ein anderes Gesicht mit einem Auge dann nur sozusagen. Aber ich finde, genauso gut könnt ihr das als Hinterkopf des Roboters nehmen. Ich bin nicht sicher, wie es gemeint ist oder wie es zu deuten ist. Aber es ist schön, dass beide Möglichkeiten bestehen. Und ich finde es immer wieder nett, wenn Lego seine Technologie, Köpfe eben auch auf der Rückseite zu bedrucken, nicht für irgendeinen zweiten Gesichtsausdruck nutzt, sondern für was wirklich Sinnvolles, so wie hier. Vor allen Dingen, weil diese Figur leider ohne Helm, ohne Blaster oder sonst irgendwas daherkommt. Dementsprechend muss diese Figur für sich stehen und aus meiner Sicht tut sie das auf hervorragende Weise. Ich finde sie richtig, richtig genial und alleine schon ein Grund, dieses Set zu kaufen. Gut,
Damit schauen wir auf die Modellvarianten. Wir haben einmal die Cyborg-Drohne. Die, finde ich, rein optisch schon mal ziemlich cool aussieht. Irgendwie wieder Legos Stärke voll ausgespielt. Gib ihnen wenige Teile und sie machen wirklich viel draus. Sobald es so in die 20-Euro, 30-Euro-Set-Regionen vorstößt, wird es dann schon schwieriger. Da muss man sehr genau hingucken, was man kauft. Aber ich finde, bei den Sets für unter 10 Euro machst du in den seltensten Fällen was falsch und findest, so wie hier, richtige kleine, ja, ich sag mal, ungeschliffene Diamanten im Sortiment, wo es fast schade ist, dass es keine Welt gibt, kein Thema gibt, das drumherum gestrickt ist. Aber, das wollte ich noch sagen, durch die Figur natürlich, die irgendwie in alle möglichen Welten passt, könnt ihr natürlich eure klassischen Weltraumthemen, wenn ihr sie zu Hause aufgebaut habt, hier hervorragend integrieren oder beziehungsweise diese Figur in diese klassischen Weltraumthemen integrieren. Denn sie passt aus meiner Sicht tadellos rein in die Spirius-Reihe. Sie passt problemlos rein in die Ice Planet-Reihe. Ihr könnt sie für eure UFO-Alien-Reihe benutzen oder ganz einfach für die Classic Space-Themen. Dann ist es halt ein Roboter mit dem Classic Space-Logo auf der Brust, das passt auch. Ich finde, das ist hervorragend gelungen und da hat Lego möglicherweise, wenn es denn Absicht war, mal richtig gezeigt, wie strategisches Denken geht und wie man eine Menge Fans möglicherweise der klassischen Weltraumthemen auch glücklich macht. Zurück zu unserer Drohne. Wir haben einmal die Möglichkeit, hier aufzuklappen, dann können wir den Roboter reinsetzen. Er hat hier so zwei Balljoints als ja, Steuerelemente. Wir sehen dann hinten natürlich die Triebwerke. Er könnte hier einmal natürlich als Senkrechtstarter genutzt werden oder eben ganz einfach ne, dann in den Angriffsmodus sozusagen gehen. Können spielen, dass das hier Kanonen sind, vielleicht sind es auch einfach nur Teile der Turbine, wie man das möchte. Also da ist sozusagen ja die Fantasie oder der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Wir haben hinten die Heckruder, die wir verstellen können. Theoretisch könnte man das ganze hintere Element einmal nach oben klappen oder nach unten, wobei ich jetzt nicht wirklich wüsste, warum man das tun sollte. Aber die Möglichkeit besteht. Sie haben das halt hier so gelöst mit diesen Hinges. Und das ist es auch schon. Tatsächlich, finde ich, könnte man das hier hervorragend nutzen als so eine Art Battlepack. 6 bis 8 Euro in der Aktion, gar kein Problem. Findet ihr überall im Grunde für 7,50 Euro oder so. Da gibt es bestimmt den einen oder anderen, der sich da vorstellen kann, einfach 20, 30, 40 Stück von zu kaufen und seine kleine Armee aufzubauen an Drohnen, an Mechs. Und vor allen Dingen finde ich das interessant, weil die orangenen Applikationen hier verhältnismäßig Standard-Elemente sind. Das heißt, ihr könntet da durchaus auch einfach rote Elemente reinbringen, also das Orange durch rote Steine austauschen und Plates und hättet vielleicht ein Set, das zur Spirius-Serie passt. Ihr könntet sie durch blaue Elemente austauschen und durch weiße und hättet etwas, was in den Eisplaneten passt. Oder ihr lasst es einfach, wie es ist. Dann habt ihr eben ein ganz spezielles kleines Farbschema hier. Also findet die Möglichkeiten, dieses Set zu variieren und da sein eigenes Ding draus zu machen, sind durchaus gegeben. Schauen wir uns das zweite Modell an, den Mech. Den finde ich persönlich natürlich der absolute Knüller. Das erinnert mich so ein bisschen an den Lagerroboter oder diesen Lagerroboteranzug aus Aliens. Der Kollege kann sich hier vorne natürlich reinsetzen. Klappe zu. Wir haben hier, ja, könnte man so als Mining Laser, ne, so als Laser zum Abbau von Mineralien oder sowas deuten oder eben einfach als Waffe, wie man das möchte. Auf der anderen Seite die Greifhände hier, diesen Klappen und voll beweglich natürlich hier die Arme in jede Richtung und auch nochmal hier zu bewegen. Die Beine sind starr, das ist ein bisschen schade, also die können sich nicht vorwärts, rückwärts bewegen, aber in sich sind die drehbar, sehen auch ganz cool aus, finde ich. Nochmal von hinten hier der Mech. Also alleine die beiden Modelle gefallen mir schon sehr, sehr gut. Ich denke, das kann man gut nachvollziehen. Ich würde sagen, wir schauen jetzt auf das dritte Modell. Ich baue es kurz auf. Und da sind wir wieder mit dem Hoverbike. Das hat jetzt gerade mal so 10 Minuten gedauert. Hätte ich euch fast mitnehmen können, aber das machen andere Kanäle dann doch deutlich besser als ich. Wir haben hier knapp 40 Bauschritte gehabt.
Der Mech hat 43 und übrigens die Cyborg-Drohne lag bei rund 60 Bauschritten. Also alles sehr harmlos. Das Hoverbike, um es noch zu zeigen, wir haben hier vorne auch wieder diese Kanonen, sozusagen Elemente, die kann man auch stellen, wie man möchte. Kann man auch die Form des Bikes tatsächlich recht grundlegend verändern. Hinten die Flügel, auch da die Möglichkeit, je nachdem, was man möchte, unterschiedliche Formen zu wählen. Und ansonsten ein fabelhaftes kleines Bike, würde ich sagen. Vielleicht der schwächste der drei Builds, aber vom Grundsatz her fand ich jetzt interessant, dass man alle drei durchaus nochmal in sich mit den Balljoints und den Hinges verändern kann. Und auch teilweise wirklich grundlegend so in ihrem Aussehen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man das farblich eben variiert noch mit eigenen Steinen von zu Hause und das dann passend macht zu der jeweiligen Classic Space Reihe oder zu Spyrius Eisplanet und so weiter. Fände ich eine ganz gute Idee. Würde mich interessieren, ob ihr das auch so seht. Für mich ist das Set eine absolute Kaufempfehlung. Ich könnte mir auch wirklich vorstellen, dass der ein oder andere das sich mehrfach ins Regal holt oder in die eigene kleine Lego-Welt holt. Lasst mich gerne wissen, wie seht ihr das? Macht ihr sowas? Findet ihr es interessant oder sagt ihr, ist jetzt nicht mein Ding? Dann lasst mir gerne einen Kommentar da. Wenn euch meine Videos gefallen, wie gesagt, gerne auch ein Abo. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, habt eine schöne Zeit und bleibt gute Menschen.